dunkel ist gerade geworden, es gibt ein bisschen Ernst-Happel-Stadion-Vibes, es ist Licht ausfallen. Was ist jetzt los, Mann? Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Letztens erst Rapid gegen Lechia Gdańsk, heute sind wir in der Lavantal Arena gegen Sturm Graz. Saisonbeginn für Sturm Graz, muss man natürlich dabei sein, ein, zwei Tage in Kärnten davor genossen. Heute das Spiel, mal schauen, wie es wird. Aufstellungen sind schon draußen, blende ich euch hier und hier natürlich wie immer ein. Ich bin sehr gespannt und ich werde euch natürlich wie immer die schönsten Impressionen einblenden. Und in dem Sinne, ich freue mich auf ein geiles Match. Hier unten wurde schon mal schön Sturm in den Sand reingeschrieben. Und der Block ist natürlich bestens gefüllt. In unserem eigenen Stadion, wo wir C-Fans kommen, wir sind Spieler kommen, weiter ausgefüllt sind. Jetzt Sturmspieler hier. Wenn man in die Runde schaut, sieht man, die schaut ganz stark nach einem Heimspiel für den SK Sturm auswärts in Kärnten aus. Ich bin sehr gespannt, Spiel beginnt in 5 bis 10 Minuten. Auf geht's! Für WRC nach Handspiel, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Ich glaube, David Affenbruber. Alles bestens, ja, danke. Das Knie wird immer besser. Ja, Gott sei Dank sieht er den hinter sich. Katastrophe, Rambo, aber Katastrophe. Meter halten, Chance vorne drauf. Ja, kriegst du ein Tor. Ja! Ja! Sehr viel los in einer Halbzeit, auf jeden Fall mehr als bei Rapid Wien erkennt Gdańsk. Das heißt, ganz, ganz viel geiles Material, ist auf jeden Fall geil. Jetzt fehlen nur noch ein paar Tore auf der Seite von Sturm Graz, das ist doch ein erfolgreicher Abend. 3 Punkte müssen wir heute auf jeden Fall her. In dem Sinne heißt nachher Daumen drücken in der zweiten Halbzeit, aber das wird noch. Ich bin mir sicher, das wird noch. Kickbox, so vom. Ich habe
kommt irgendwie geht es immer noch ein Tor rein auf der Seite von WRC und da stimmt es halt nicht ganz mehr. Aber fußballerisch nicht sehr weit, von viele, viele Fehler. Jedes Mal, wenn er am Ball ist. Spielt den Ball, gelb-rote Karte. Das ist absolut, das ist wirklich absolut Schiebung. Es gibt mal ein bisschen Ernst Happel Stadion Vibes, es ist nicht Ausfall. Was ist jetzt los, Mann? Spiel ist aus, 1-1, sehr, sehr schade, erstes Spiel, dass es in der Saison nicht gleich mit 3 Punkten losgeht, aber war auf jeden Fall einiges los an Szenen, viele, viele geile Aktionen. Gelb-rote Karte würde ich so nicht geben, schaue ich mir aber wahrscheinlich nochmal an in den Highlights. Aber jetzt feiern wir noch ein bisschen mit den Spielern und filmen nochmal die Stimmung von den geilen Fans, die heute wirklich sehr, sehr zahlreich mitgekommen sind. Komplettes Schauwetter, aber da ist die Stimmung. Vom Regen ein bisschen durchnässt jetzt am Rückweg zum Auto, bleibt mir eigentlich nur noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar, wie gesagt, schade, dass 1-1 ausgegangen ist, aber ich freue mich natürlich schon auf die nächsten Spiele, wo ich auf jeden Fall dabei bin, 9. August gegen wahrscheinlich, also ich vermute mal Fenerbahce Istanbul Champions League Qualifikation. Da muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung ran, so wie bei dem Lichter, weil sonst wird das vermutlich eine dunkle Geschichte, wie wir gerade gesehen haben. Deswegen bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, außer Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und in dem Sinne, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Servus.